Hallo meine lieben Freunde und willkommen bei Let's Play Secret of Mana. Ich dachte mir, ich nehme das jetzt mal auf, weil ich mit meinem ersten Let's Play schon fertig bin. Ich habe das auch schon ein paar Mal durchgespielt. Was heißt hier ein paar Mal? Eigentlich nur einmal, aber es ist eigentlich ganz einfach. Das wird auch eine Weile dauern, bis wir mit diesem Let's Play hier fertig sind, weil wir müssen eine ganze Menge trainieren in diesem Spiel, damit wir auch das durchkriegen. Wer das Spiel auch kennt, der kann sich denken, was ich damit auch meinte jetzt gerade. Also, ihr seht ja dann, was es in diesem Spiel geht, während des Let's Plays. Und da würde ich mal sagen, wir fangen jetzt auch mal an hiermit. Also, ihr seht ja schon, momentan kein Speicher, ich kann nicht runter, also das ist auch perfekt so. Also, nee. Ja, ich wollte schon sagen, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich muss jetzt mal schauen hier. Ja. Ich hab mich gerade hier vertan. So. Schon wieder verdrückt. Jetzt aber. So. Ich hoffe, der Platz reicht auch dafür. So. R, I, D. Schade. Der Platz reicht nicht, also nennen wir uns einfach nur so. Hier. Ich glaube, der will mich gerade verarschen. Zack. Und nochmal R. Ich nenne mich jetzt einfach nur Ryder. Mein Let's Play Name ist Skyrider, also nenne ich mich jetzt hier nur Ryder. Also fangen wir jetzt hiermit schon an. Lange Zeit wurde Mana von den Menschen aufschlagen worden. Ach, ich kann das jetzt. Dann jedoch bauten einige von ihnen die Mana-Festung, um Mana zu kontrollieren. Das erzündete die Götter und sie schickten einen Drachen, um die Festung zu erobern. Sage ich jetzt mal so. Ein grausamer Krieg folgte. Mana drohte für immer zu verschwinden. In letzter Minute erschien eine Heldin, der mit den Mana-Schwertern den Krieg beendete. Das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig, aber endlich. Ja, ich kann nicht so schnell lesen, tut mir leid. Das alles ist schon lange her. Viel zu lange her. Entschuldige, ich kann nicht so schnell lesen. Aber ich hoffe, das meine ich. Ryder. Hey Jungs, wartet auf mich. Sei still, wenn der Dorfälteste uns hier entdeckt, wird er böse. Tim, vielleicht sollten wir besser woanders spielen. Es soll hier spuken. Tom, du glaubst wohl alles, was die Erwachsenen uns sagen. Die wollen doch nur, dass wir Angst haben. Meine Oma hat etwas von einem glänzenden Gegenstand am Wasserfall erzählt. Vielleicht ist das ein Schatz. Komm, den müssen wir finden. Hilfe! Ich falle! Oh Scheiße! Schnell abhauen, bevor wir Ärger kriegen noch. Und er kommt. Hat Rippen gebrochen! Und er kann noch stehen! Aua, mein Kopf. Und nun, wie soll ich jetzt wieder ins Dorf kommen? Also nach oben kommen. Oder. Und da fängt das Spiel auch jetzt an schon. So. Ryder. Nanu? Ja.
Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas, um die Büsche zu umzwacken. Ja. Wir können auch hier rennen hier. Ryder, zieh mich raus. Wer spricht denn da? Und was macht dieses Schwert hier? Ich zieh das jetzt raus. Ryder. Ah, dieses Licht ist so hell. Ich sehe nichts. Ah, ein Gespenst. Ich bin doch nur das Schwert. Ein sprechendes Schwert? Hä? Okay. Schon geht's los mit dem Spiel, richtig. Auf einmal ist das helle Licht verschwunden. Ich muss ins Dorf zurück. So. Hier jetzt geht's, wie gesagt, richtig los. Wir können die Büsche jetzt hacken mit dem Schwert. Hey, was macht denn ein Pogobusch hier in dieser Gegend? Den mache ich fertig. Allgemein ist zu den Spielen... Also das Ziel ist es, die ganze Welt zu retten, sage ich jetzt mal. So. Wer das Spiel jetzt noch nicht kennt... Ihr seht ja, dass der Typ hier... Also... Ryder hier leuchtet, wenn ich angreife. Man sieht am meisten ab, wenn man wartet, dass das Licht weg ist. Sag ich jetzt euch mal nur. So. Das Spiel ist auch nicht so schwer, es dauert nur sehr lange, bis man es durch hat, ist das Problem. Stirb! Gut. Hallo, ihr Pogo-Puschelt. Komm, ich mach die fertig! Bam! So, der ist auch weg. Der auch. Ihr seht ja, momentan ist es noch ganz einfach, aber es wird noch schwieriger, glaubt mir. So. Den mache ich jetzt auch fertig. Ja. Nein! Daneben! Wilders Waffe. Level steigt. Schwert erreicht Level 1. So. Ein Bonbon. Den mache ich jetzt auch fertig. Und die hier auch. Es gibt so viele hier. Aber nur in dieser Gegend hier. Das ist ganz normal. Es gibt noch viel verschiedene Monster, die man vernichten kann. So. Ryder erreicht Level 2. Der ist auch weg. Hä? Nicht getroffen? Alter. Was für eine feige Sau, echt mal. Verzieht sich einfach. Ha. Das denkt er sich wohl so. Ja, da vorne ist ja noch einer. Also ich würde mal sagen, wir trainieren uns erstmal bis Level 3. Also bis zum nächsten Level. Hier ist schon eigentlich das Dorf auf, sage ich euch mal. Aber wie gesagt, wir trainieren erstmal bis Level 3 und dann sehen wir weiter. Ja, ist ja gut. Ja. Au! Das hat doch wehgetan! Sag mal! Weg. Oh, noch eine Truhe. Mal sehen, was da drin ist. Natürlich, noch ein Bonbon. Noch ein Bonbon.
So. So. Hä, wieso treffe ich die nicht? Ha, noch getroffen. Das denkt er sich wohl so, hä? Gut. Ja? Immer weiter. Bis zu Level 3 kann noch ein bisschen dauern. Ich könnte auch nachschauen, wie lange es noch dauert bis zum nächsten Level, aber... So, der ist auch weg. Ja. Wie lange dauert es denn noch? Hallo? Achso, jetzt. So. Muss erstmal nachschauen hier. So. Für den nächsten Level. 17 Erfahrungspunkte fehlen uns noch. Und von den Punkten verschillt. Kriegen wir nur ein. Also das dauert hier noch. So. Der ist auch weg. Achso, die haben nur 20, wie es aussieht. Der auch. Ja, das kann auch wirklich ein bisschen dauern, bis wir mit diesen bis zum nächsten Level trainiert haben. Wie habe ich auch am Anfang schon gesagt, wir müssen eine Menge trainieren bei diesem Spiel. Also müsst ihr schon eine Menge Geduld haben. Oder eben überspringt einfach die Folgen dann. Überspringt dann einfach die Folgen, wenn ihr nicht genug Geduld habt. Weil das Trainieren und sowas kann echt dauern. Erst recht bei sowas, weil wir kriegen auch noch so welche Zauber später. Mit denen wir die Bösse zum Beispiel leichter besiegen können. Wir haben gleich schon den ersten Boss nämlich dann. Ihr kriegt mich nicht. Das denkt ihr euch so. Jo. Ja, Pokepush ist erledigt. 2 auf 1 Streich. So, was ist jetzt? Müssen nur noch 5 besiegen. Ah. Und da ist noch einer dann. Was war das? Ist ja gut. Ist gut. Verdammt, der hat mich getroffen! Jetzt! Ryder erreicht Level 3. Da haben wir es schon. Mit einem Schlag, down, yeah! Ja. Würde ich mal sagen, wir speichern auch erstmal hier. Schon fast 100 GM. Also das ist unser Geld dann. Um hier zu schlafen, müssen wir erstmal hier so Geld haben. Von welchen Gegnern zum Beispiel kriegen wir Geld? Erstmal gespeichert. Wir können auch Geld einfach so finden, aber das... ja, das wäre schon mal in meiner. Ryder! Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich hatte solche Angst. Ich dachte, wir sehen dich nie wieder. Es wäre besser gewesen, wir hätten diesen Trottel gar nicht mitgenommen. Idioten! Es wäre besser gewesen, ihr hättet dort nie gespielt.
Nanu, Ryder, was hast du denn da in der Hand? Oh nein, das ist... Cool, hast du etwa den Schatz gefunden? Auf, lass uns kämpfen! Was hast du denn... Was hast du getan? Du hast das Mana-Schwert aus dem Stein gezogen. Das ist unglaublich. Das Mana-Schwert? Dann ist unser Dorf erledigt. So erzählt es die Legende. Wir sind alle verloren. Im Stein steckend war das Mana-Schwert unser Schutz vor den dunklen Mächten. Deshalb sind also alle diese Monster erschienen. Nee, ist nicht so. Nee. Aber wir konnten ein Versager wie er das Ding aus dem Stein ziehen. Du Idiot! Du hast alles kaputt gemacht! Bam, bam! Hey, hör auf damit! Hey, hör auf damit! Du bist an allen schuld! Alles wegen dir! Du Vollidiot! Alter. Hilfe! Boah, ein Erdbeben! Wo kommt das Erdbeben her? Ne? Da ist schon der erste Boss. Hilfe, ein Monster! Tu doch was, du hast ein Schwert! Los! Komm da. Hey Junge! Hörst du mich? Beobachte das Monster und greife erst dann an. Ist doch kein Problem. Ja, ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ah, ich hab's. Ja, ist klar. So, der ist nicht so ein, der ist schon einfach eigentlich, aber der hat Magie drauf, dieser Monster, dieser Gegner. So, ich würde mal sagen, wir heilen uns erstmal. So, du stirbst jetzt mal. Irgendwie greift er uns jedes Mal an. Und der zählt viel ab. Ja, ist gut, Mami. Ist gut. Stirb doch mal. Hä? Kann man damit nicht ausweichen? Ja, ist gut. Ist ja gut. Wir haben es begriffen, alle. Alle begriffen. Okay. Das war's auch schon hier mit diesem Boss. Der erste Boss ist besiegt. Und weiter geht's. Schwertorb erhalten. Du hast ihn besiegt. Warte, ich zieh dich nach oben. Das kann ich verstehen, dass du abhaust jetzt, hä? Es scheint, dies ist das echte Mana-Schwert. Aha, und weiter? Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Du bist jedoch viel zu jung. Irgendwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Hier, nehmen Sie es. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Nur du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Und wie geht das? Besuche Aquaria im Wasserpalast. Sie beschützen dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen.
Ich habe das Gefühl, dieses Aquarium muss ein Monster sein. Wie kann man 200 Jahre lang leben? Ryder, der Dorfälteste will mit dir reden. Gut, ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Viktor. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast. Ja, ist gut, Mami. So. Dorfbewohner. Ältester. Ryder muss hier weg. Genau. Und zwar schon sofort. Oh, Ryder. Warum nur? Warum hast du dieses Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Du hast diese Welt auf dem Gewissen. Nur du alleine. Also gut. Wer ist dafür, dass Ryder geht? Alle, die an dem. Falls er im Dorf bliebe, würden noch mehr Monster auftauchen. Hau ab! Verschwinde, endlich! Bist du bald weg? Ich will das hier nicht tun, aber ich muss es. Ich muss dich bitten, das Dorf zu verlassen. Nimm mit, was du in der Truhe unten findest. Okay. Was ist das? Ah, 50 GM. Also ein bisschen Geld. So. Ich habe dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Ich hab's dir ja schon einmal erzählt, aber... Deine Mutter brachte dich als Baby in diesem Dorf, mein Junge. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Ich nahm dich auf und liebte dich wie einen Sohn. Doch nun trennen wir uns. Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Leb wohl. Ja, das hoffen wir mal auch, dass wir unsere Mutter da wiederfinden. Aber ich sag dann auch mal, wir... Ja. So. Also nicht schlafen, aber... Ich würde auch mal sagen, wir machen auch jetzt für heute erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo oder einen Kommentar gebt, wie das Video so war dann. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.